dem Ding möglichst nicht weit weg gehen, oder? Ich wünsche einen schönen Nachmittag und es freut mich, dass Sie zur größten Tagessitzung doch so zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Dietmar Thaler, bin das erste Mal hier beim Grazer Linux-Tag als Vortragender, war das letzte Mal als Zuhörer dabei und es hat mich so begeistert, dass ich gedacht habe, vielleicht kann ich auch einen klitzekleinen Beitrag dazu liefern und bedanke mich recht herzlich dann für die Annahme meines Vorschlags. Ich bin vom Beruf Meteorologe, arbeite beim österreichischen Militärwetterdienst in Aigen im Ennstal und wir verwenden dort seit vielen Jahren Unixoide Betriebssysteme, das heißt früher war das AIX, Solaris, inzwischen ist es Linux zum Teil und machen auch hin und wieder, als Meteorologe bin ich nicht in der großen EDV-Abteilung, sondern wir müssen da so kleine Sachen für den operationellen Betrieb entwickeln und wir machen da immer wieder gewisse Dinge. Und für Ausbildungszwecke verwenden wir auch Matplotlib und NumPy, das sind grafische, naturwissenschaftlich-mathematische Bibliotheken und Python. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen was darüber erzählen, so zur Appetitanregung. Die Motivation dafür ist die, dass man üblicherweise in diesem Bereich MATLAB verwendet. Das ist ein sehr, sehr ausgefeiltes, sehr gutes Programmsystem, genau für Number Crunching und Darstellung von Zahlenreihen, Flächen in allen Dimensionen, Das Problem ist, es ist relativ teuer, ist also für Privatpersonen, sagen wir mal jenseits oder auch für kleine Firmen, doch ein gewisser Betrag und für Studierende deutlich billiger, aber immerhin, es ist so proprietäre Software. Und daher sind wir relativ rasch dann auf die Alternative gekommen, NumPy und Matplotlib. Das ist also einfach freie Bibliothek. Worüber möchte ich jetzt erzählen? Warum Python und warum Python 2.7 und nicht 3? Was sind die einzelnen Bibliotheken? Und weiters über die verschiedenen Anwendungen, wie man sie verwenden kann. Also warum Python? Es ist leicht zu lernen und sehr flexibel. Auch in der Grundausstattung ist eine Fülle, sind eine Fülle von Bibliotheken dabei, die also kaum Wünsche offen lassen. Es ist hinreichend schnell für viele Anwendungen. Es ist nicht immer schnell genug, aber meistens hinreichend schnell. Es ist freie Software und es gibt also die zahlreichen Erweiterungen. Warum Python 2.7 und nicht 3.x hat historische Gründe in unserem Fall. Es gibt schon vielen Zweiercode, auch in meiner privaten Anwendungssammlung und ich habe noch keinen zwingenden Grund erkennen können, jetzt neu mit 3 anzufangen. Ich weiß, Sie als Informatiker sind natürlich immer für das Neueste zu haben. Wir, auch beim Bundesheer, sage ich jetzt einmal, sind relativ konservativ und versuchen uns auf Bewährtes abzustützen. Außerdem gibt es immer noch gewisse Programmbibliotheken, die noch nicht nach 3 konvertiert wurden. Zu NumPy. Was ist NumPy? Das ist eine Programmbibliothek für wissenschaftliches Rechnen unter Python. Es hat sehr leistungsstarke n-dimensionale Arrays, die also in Python grundsätzlich einmal nicht implementiert sind. Da hat man die Listen, die sind also nur eingeschränkt mit Arrays zu vergleichen. Und sehr vielseitige Funktionen zur Manipulation von Arrays. Es gibt dann einige nützliche Funktionen aus der linearen Algebra, Fourier-Transformationen und auch die gesamte Standardmathematikbibliothek ist auf Arrays umdefiniert, sodass man also
nicht nur für einzelne Zahlen an Sinus rechnen kann, sondern für eine ganze lange Zahlenreihe. Es ist sehr, sehr flexibel, diese Numpy-Bibliothek, gestattet auch die Integration von externen Programmpaketen, so man sie nötig hätte, sogar von C, C++ und Fortran-Code. Und es ist natürlich eine freie Software unter einer BSD-Lizenz. Matplotlib ist jetzt der grafische Teil dazu. Es ist entwickelt worden und begründet von John D. Hunter, der leider viel zu früh, vor wenigen Jahren, an einem Krebsleiden verstorben ist, wird aber von einer sehr aktiven Entwicklungsgemeinde weiterentwickelt. Es ist objektorientiert und prozedural verwendbar. Ich bin kein Informatiker, daher kann ich mit objektorientiert als Naturwissenschaftler nur nicht sehr viel anfangen, immer. Für mich ist das etwas, ein notwendiges Übel, auf das ich mich zurückziehen muss, wenn es anders nicht geht, aber üblicherweise denken wir prozedural in der alten Art und Weise des Programmierens, wie man es vor 20, 30 Jahren mit Pascal und Fortran gemacht hat. Es basiert Matplotlib auf NumPy und es existieren diverse grafische Backends, das heißt, man kann also diese Grafiken interaktiv betrachten am Bildschirm und man hat sehr viele Möglichkeiten, sie in alle möglichen Grafikformats, also BNG, GIF, JPEG und auch PostScript und ähnliches umzuwandeln. Es existieren für Matplotlib oder es wurde implementiert für Matplotlib drei verschiedene Modi. Der eine ist einmal der interaktive Modus, der am ehesten noch der alten Matlab-Vorlage entspricht. Man verwendet es vorzugsweise mit der Shell IPython, da gibt es also sehr angenehme, nützliche, einfache Integration davon. Ich werde dann ein bisschen was zeigen. Wenn man eine gewisse Komplexität übersteigt, dann macht man das dann am besten im Scripting, im prozeduralen Modus, das heißt also, man importiert matplotlib byplot und numpy und hat damit schon eine sehr, sehr große Fülle an Möglichkeiten zur Verfügung. Wenn das nicht reicht, und das passiert immer wieder mal, wenn es um Spezialeffekte geht, dass man also irgendwelche Semitransparenzen erzeugen möchte oder sowas, dann muss man in den objektorientierten Modus übergreifen. Ich sage es ganz ehrlich, für mich ist das dann einfach ein Googlen und ich nehme dann kochrezeptartig immer die Lösungen, die sich präsentieren. Gestehe ganz offen, als Meteorologe habe ich kein allzu tiefes Verständnis davon. Ja. Gut. Also IPython ist übliche Python-Shell, also interaktive Python-Shell, die etwas mächtiger ist als die Standard-Python-Shell, die mitgeliefert wird. Und damit das empfiehlt sich, die gleich mit zu installieren, wenn sie nicht schon installiert ist. Damit kann man dann sehr angenehm arbeiten. Und jetzt gehen wir gleich einmal in Medias Res, probieren wir es interaktiv aus. Na? So. Ich erlaube mir jetzt erst die Sitzung zu starten. IPython mit minus Pylab, das ist dieser Pylab-Modus von IPython. Dauert ein bisschen, kriegt ein paar Meldungen und dann kann es schon losgehen. Und das geht dann ganz einfach, wenn ich zum Beispiel ein Feld definiere, x ist gleich, linspace, das wäre dann eigentlich ein NumPy-Befehl. Na. Zum Beispiel von minus 7 bis plus 7. Und damit wir ein paar anständige Werte haben, nehmen wir 141 Datenpunkte, das wären also 140 Intervalle. Das erledigt sich recht rasch, man kann das auch anzeigen lassen, schaut dann so aus. Und dann kann man schon loslegen, zum Beispiel plot x, Sinus von x. Und hat schon eine Darstellung als erstes am Schirm. Ich schaue jetzt, dass das Ding im Vordergrund bleibt. So.
Und das kann man jetzt weiter behübschen. Zum Beispiel mit dem einfachen Befehl Grid macht man ein Gitter dazu. Mit X-Label beschriftet man die X-Achse. Sehr sinnreich, schreiben wir jetzt da X hin. Und das gleiche machen wir mit der Y-Achse. Falsch. So. Und einen Titel, das geht auch recht schnell. Was weiß ich nicht, Sinus von X. So. Das kann man jetzt unendlich weiterspielen. Da gibt es also noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel sagen, die Kurve ist mir zu wenig fett. Da gibt es dann die einfache Möglichkeit. Die Farbe gefällt mir nicht. Schreiben wir mal C ist gleich Color ist gleich Red. Und sie ist zu wenig dick. Line Width ist gleich 3, damit sie was darstellt. Dann schaut sie so aus. Also man kann sehr rasch, interaktiv alle möglichen Datenfelder sich definieren und darauf über NumPy mathematische Operationen durchführen. Es ist also alles sehr intuitiv zugänglich. Wenn man mehr haben möchte, wird das dann langsam lästig, umständlich. Es gibt zwar die Möglichkeit, diese Grafik hier abzuspeichern in allen möglichen Formaten, aber das wird es nicht sein. Das ist also mehr so etwas für das schnelle Zwischendurch. Und wo bin ich da? Ja, ich habe das da sicherheitshalber mal so präsentiert. Wenn man mehr haben möchte, dann macht man das am besten als Skript. Sie sehen hier ein Beispiel, da kann man auch LaTeX-Code direkt einbauen als Beschriftung. Man bekommt eine vernünftige mathematische Darstellung und hat verschiedene Modi sogar für LaTeX zur Verfügung. So ein einfacher, schneller Modus, der ist einfach zwischen Dollarzeichen eingefügt und man muss halt nur aufpassen, dass es halbwegs wohlgeformtes LaTeX ist, dann geht das ganz gut. Dann ist NumPy sehr, sehr flexibel, was die Gutmütigkeit angeht, wie man mit Funktionen umgeht. Das wäre jetzt so ein typischer Code, sagen wir, das haben wir noch genügend Zeit, ja, ein bisschen was geht noch. Besprechen wir es einmal durch. Fangt eben an mit diesen Array-Definitionsbefehlen, also das erste Mal Import NumPy SNB hat sich bewährt, ist eine allgemein übliche Abkürzung, genauso matplotlib.byplot.splt und dann hat man den Array definiert, die verschiedenen Funktionen definiert, nachher noch den Sinus Cardinalis definiert, also als Sinus von x gebrochen durch x, was eigentlich sofort eine Singularität, also zumindest eine behebbare Singularität hat an der Stelle 0. NumPy ist allerdings so gutmütig, dass es nicht abbricht, sondern nur eine Warnung ausgibt und dieser eine Wert bleibt dann undefiniert, da steht dann drin, not a number. Und das ist sehr, sehr angenehm, damit kann man auch mit undefinierten Sachen vernünftig, fein umgehen, ohne sich jedes Mal den Kopf zu zerbrechen, wie viele Fälle hat man eigentlich. Und dann die Darstellung noch einmal, also Zeilendicke, Farbe, hier wäre der LaTeX-Code zwischen zwei Dollars eingefügt, dann kann man noch Labels angeben, die dann entsprechend beschriftet werden. Es ist also für viele Dinge sehr vielfältig zu verwenden. Da hier wäre der Output als Savefig, als BMG-Files. Man gibt dann als einfache Option dann auch die Bildgröße an, über Dots per Inch oder was auch immer. Das ist abhängig vom Format, das man ausgibt. So. Das ist ja noch ein einfaches Beispiel. Das ist ein bisschen ein komplexeres Beispiel, schaut zwar auch einfach aus, ist aber insofern komplexer, als hier externe meteorologische Daten eingelesen werden. Es wird also schon eine Routine bemüht, die Comma-Separated Values einliest. Und die Beschriftung ist uhrzeitmäßig, das heißt, man kann dann auch schon wieder die entsprechenden Bibliotheken bemühen,
die mit Uhrzeiten und Zeiten umgehen können. Das ist unter Python ein bisschen lästig, wer damit schon zu tun gehabt hat. Es gibt ja das Modul DateTime. Da gibt es DateTime, 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 Date und DateTime, DateDelta und ich glaube, es gibt noch ein paar dazu. Und die muss man dann ineinander geschickt umwandeln und das Ganze noch einmal in Matplotlib oder NumPy. Da gibt es auch wieder eigene Datumsobjekte, um das auch wieder darstellen zu können. Das wird dann ein bisschen, das lassen wir jetzt aus. Ich bin nicht sicher, ob die Zeit dazu reicht. Etwas lässt sich das machen. Ah, genau, was man auch gemacht haben für so Unterrichtszwecke, sind also Animationen. Man kann also in Matplotlib selber Animationen erzeugen oder aber auch man erzeugt sich eine entsprechende Anzahl an JPEGs und macht daraus einen kleinen Film. Auch das geht. Ich hoffe, ich finde jetzt die passende Bibliothek dazu. Hier sollte es sein. Na. Probieren wir es mal. Das wäre hier. Ja. Also das funktioniert auch ganz gut, dass man in großer Menge sich das in hinreichend schneller Zeit, also die Bibliotheken sind so, dass das Ganze nicht extrem braucht, das wäre fast in Echtzeit zu präsentieren. Also es funktioniert tatsächlich. Wo ist es? Hier. Ja. Weitere Beispiele, die wir in unserem operationellen Betrieb, auch im Unterrichtsbereich für interne Ausbildungszwecke immer verwenden, sehen Sie hier dargestellt. Also externe Zeitreihen, logarithmische Skalen, dann zweidimensionale Datenfelder, dreidimensionale Datenfelder wären auch möglich, die zweidimensional dargestellt werden können. Es ist also ein sehr, sehr flexibles Werkzeug für diese Zwecke. Da noch ein bisschen was darunter sehen Sie links eine typisch meteorologische Applikation. Das wäre thermodynamisches Diagrammpapier, wo also Pseudo-Adiabaten, Feuchtadiabaten, Trockenadiabaten und liniengleiche Mischungsverhältnisse auf einem Diagramm dargestellt sind, mit entsprechender Mathematik dahinter. Dann noch zwei Erweiterungen, neben vielen Erweiterungen, die es dafür gibt. Das wäre das Paket SciPy. Das ist also für aufbauend auf NumPy wieder für wissenschaftliche, mathematische Zwecke sehr günstig. Es befinden sich da sehr viele, also einige Differentialgleichungssolver, Integrationssoftware, die also numerische Integration vornimmt. Was haben wir schon verwendet? Das waren auch diese Interpolationssoftware, die also aus Daten versucht, irgendwie Gesetzmäßigkeit zu finden, also indem es an irgendeine empirische Formel anpasst und eben diese empirische Formel dann liefern kann. Sehr, sehr reichhaltig, würde also jedem, der sich dafür interessiert, empfehlen, einmal diesen Link anzuschauen. Dann noch etwas, das ist ein geografisches Projektions- und Mapping-Tool, das auf Matplotlib wieder aufbaut, auf Matplotlib und SciPy. Das ist Basemap zum Beispiel. Es gibt noch ein anderes, aber Basemap, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Da kann man alle möglichen Projektionen, geografische Projektionen, sich darstellen lassen und auf diese geografische Projektion entsprechende Felder, zweidimensionale oder Winddarstellungen oder alles Mögliche ist denkbar. Eine Anwendung davon, vielleicht gelingt es mir da auch noch, das zu zeigen, wäre also ebenfalls mit dem Programmtool erstellt. Na. Wo habe ich es? Das müsste hier sein. Das wäre zum Beispiel auch so eine Darstellung in Verbindung mit einem GIS-Modul für Python. Einfach die Flutung des Alpenraums, indem man also den Wasserspiegel immer weiter anhebt und schaut, was bleibt von den Alpen übrig, wenn also der Meeresspiegel steigt. Der Hintergrund ist der, dass natürlich Luftmassen, die gegen die Alpen strömen,
nicht überall gleich gut drüber kommen können. Und es gibt einen Eindruck darüber, wo sind die Alpen durchlässig in einer bestimmten Höhe und wo nicht. Und für diesen Zweck wurde das einmal gebildet, auch aus Ausbildungsgründen. Ja, ist alles mit Matplotlib gemacht worden. Tunnel 6. Sollte abbrechen, dann läuft das die ganze Zeit im Hintergrund. Okay. Ja, mir ist klar, dass dieser kleine Vortrag jetzt dann nur ein Teaser sein kann, der vielleicht ein bisschen Appetit macht. Ich hoffe, er hat Appetit gemacht auf diese Werkzeuge. Ausführliche Tutorials zu all diesen Themen gibt es natürlich im Internet. Hier sind ein paar Links angeführt. Unter dem Link glt.föhnwald.at kann man sich diesen ganzen Vortrag mit den Programmen, wenn es einen interessiert, runterladen. Matplotlib hat eine sehr, sehr agile User Group, wo man also auch Fragen stellen kann, und sind sie noch so dumm und blöd und einfach. Man kommt immer von einem der Entwickler oder von anderen kompetenten Leuten eine Antwort dafür. Das ist also sehr, sehr höflicher Umgangston und man bekommt auch immer eine Antwort darauf. Also auch das ist sehr, sehr angenehm für mich als Entwickler und unterer Anwender dieser Software. Gut. Haben Sie Fragen dazu? Keine? Bitte? Also in dem Fall mit Python 2. Inzwischen sind aber fast alle Bibliotheken in Python 3 möglich, nur einige dieser GIS-Bibliotheken, die gibt es, glaube ich, nur noch inzwischen immer nur noch in Python 2. Ist aber also kein Grund mehr, auf Python 2 zu bleiben für die allermeisten Anwendungen. Also es ist sicher alles in Python 3 auch verfügbar. Der Grund, warum ich auch Python 2 verwende, ist der, man hat so viel alte Bibliotheken, eigene Software, und das alles zu portieren wäre entsprechend mühselig und für unseren Zweck oder für meinen Zweck auch nicht nötig. Ja, was anwendungsbezogenes. Wissen Sie, ob die SciPy-NumPy-Bibliothek auch für dünn besetzte Matrizen geeignet ist, also ob es da Methoden gibt? Ich denke, ich habe da drin was gelesen, aber ich gebe zu, ich habe es selber noch nie verwendet. Aber ich glaube, es sind für Spares, Matrices, Ja, genau. ist was drin. Denke ich schon, habe ich schon gelesen. Kommt mir vor. NumPy und SciPy auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ja, ohne jetzt die Sicherheit bieten zu können. Bitte, dann. Hätte ich noch 10 Minuten, was machen wir jetzt damit? Okay.